Da ist einer. Bei die. Ja. Fast geschafft! Ja, wir sind mega stark. Das mache ich auch jeden Tag. Zweimal am Tag, mindestens. Die Typen sind nach einem Bodega-Überfall mit 130 Sachen abgehauen. So kam es zum Unfall. Die Unfallverursacher sind in der Nähe. Ich muss sie aufhalten. Wie sind sie denn? Ich dachte, ich würde sterben. Ja. Lang? Ich verliere sie! Ich muss aufholen! Wir verlieren hier gar nichts mehr, Freund. Wir verlieren nichts. Wo? Wo sind sie denn? Da! Hab ich euch. Au, verdammt! Au! Ich hab doch gedrückt! Normalerweise schwinge ich. Ja, dann schwing doch mal. Ich drück schon die ganze Zeit. Na, hier können wir doch eh nichts anhaben. Und ich schon bin ich bereit. Ja, gerne, aber auf euch kommt jede Menge Fahrunterricht zu. Yep. Oh, das hat man ja noch nie. Bin ich gerade ausgerutscht? Das war nicht so elegant, mein Freund. Tut mir leid, Spider-Notfall. What? Was war das denn? Wer hat denn da jetzt so geschrien, als ob er abgestochen wird? Oje. Eine Stadtfalle vom Rechner, ich sag's euch, Leute. Ich sag's euch. Ja gut, dann gehen wir mal zum lieben braven Doktor. Der hat ja schon lange genug gewartet. Ich bin gespannt, was da passieren wird. Ich hoffe nicht das, was ich denke, aber ich vermute mal, das ist, was ich denke. Nämlich, dass er da seine Cyberarme bekommt oder wie auch immer man die nennt, diese Tentakeldinger. Und da zum Doc Ock wird oder sowas. Wenn ich in diesem Spiel oder bei dieser Mission, dann später. Im Spielverlauf. Es muss einfach sein, ich will gegen den kämpfen. Ich will kämpfen. Haben Raubüberfall. Verdächtige gleich nicht mehr. Benötigen Officer vor Ort in Clinton. Ja, Spidey-Cop ist schon unterwegs. Ja, Steuerung. Da, Steuerung, was ist los mit dir? Hey, Jungs! Wirf drei Objekte auf Gegner. Ist aber nicht gerade das andere höflich. Konnte ich nicht hier sehen. Einmal Gegner an Wände an. Zweimal. Ist hier noch ein Gegenstand zum Werfen? Ich sehe keinen. Ah, da ist noch was. Au! So, jetzt mache ich mich erstmal fertig. Nochmal. Warum bist du nicht an die Wand getackert? Das wird ja immer interessanter. Feuer! Findest du? Nein, Jungs, macht schon! Denk nicht mal dran, das bei mir zu versuchen. Denk aber dran. Ja, da hast du sogar recht. Ich muss mich irgendwie heilen. Warum heilst du dich nicht? Achso, hat er schon gemacht. Zack. So, dich auch noch erwischt. Ich dachte, keine nach drei. Fisk werden die Verbrechen weniger. Wohl zu optimistisch. Ja, ist doch immer so. Man darf die ich Leute hab nicht euch ein Taxi gerufen, Jungs. Eins mit. Du bist aber lieb.
Du bist wirklich die freundliche Spinne aus der Nachbarschaft. Du verprügelst nur alle Leute. Ich weiß nicht warum, aber jeder hat doch so sein kleines Laster, ne? Oh Mann, ja, gebrochene Knochen sind auch ganz okay. Besser wie gar keine Knochen. Denke ich. Zumindest. Manchmal frage ich mich schon, wie viel Mist man reden kann. Anscheinend sehr viel. Aber ab und zu muss das ja auch mal sein, ne? Ja, du siehst toll aus, Peter, ich weiß. Dann schauen wir mal, was beim guten Doc los ist. Achso. Wie funktioniert das? Genau wie ein echter Arm. Sie denken an das, was er tun soll und... Ja! Hey! Hey! Was soll das denn werden? Die Anlage ist ein Sicherheitsrisiko. Sofort aufhören! Die Ausrüstung ist sehr empfindlich. Das reicht. Ich rufe das Büro des Bürgermeisters an. Peter Parker! Verdammt, wie geht's dir? Wenn man vom Teufel spricht? Mr. Osborne! Oh, bitte. Wie lange kennen wir uns schon? Es heißt Herr Bürgermeister. Sag Norman. Norman! Norman, was soll das hier werden? Die Zuschussvereinbarung beinhaltet strenge Sicherheitsklauseln. Dies ist nicht der erste Verstoß. Das wurde schon geklärt. Von mir? Wir hätten die Ausrüstung längst konfiszieren sollen. Aber ich hatte einen Durchbruch. Oh. Danke für Ihre Dienste an unserem Land. Diese Leute begleiten Sie zu Oscorp Robotics, wo Sie die neueste Prothese erhalten. Kostenlos. Es geht gar nicht um Sicherheitsbedenken, nicht wahr? Ich versuche zu helfen, Otto. Du kannst die Arbeit fortsetzen. In einer sicheren Umgebung. Bei Oscorp. Du warst schon immer der klügste Kopf im Raum. Du hast dich nicht verändert, kein bisschen. Du dich auch nicht. Hey, Peter. Harry kommt Anfang nächsten Jahres aus Europa zurück. Vielleicht könnt ihr dann das Geschäft starten, von dem ihr gesprochen habt. Das ist doch eine tolle Chance. Ganz ruhig. Die haben ja nicht alles mitgenommen. Wir fangen einfach von vorn an. Peter, es gibt kein Wir. Ohne die Zuschüsse der Stadt kann ich sie leider nicht mehr bezahlen. Ich brauche Zeit zum Nachdenken. Ich rate Ihnen, finden Sie einen neuen Job. Ach, was, wer braucht schon Geld, Mann? Braucht keiner, das ist voll sinnlos. Mach einfach weiter, mach das, was Peter gesagt hat, einfach wieder von vorne anfangen. Fertig, der Rest, der kann einfach Kopfgeldjäger machen als Spider-Man. Ich weiß auch nicht, keine Ahnung, der wird sich schon irgendwie finanzieren können. Das wäre aber schon cool, so ein Kopfgeldjäger Spidey. Ich würde Doc gerne helfen. Ob ich Harry anrufe? Er könnte mit seinem Dad reden. Nein. Norman würde nie auf Harry hören. Wollte sogar die Gelder für seine Forschungsstationen stoppen. Hey, eine der Stationen ist in der Nähe. Mal sehen, wie es läuft, während Harry in Europa ist. Okay. Ja. Kann ich Doc helfen? Ich lass mir was einfallen. Hey, meine Mark One-Netzschießer. Ich habe die Speicherkapazität seit damals stark verbessern können, aber das Design ist das gleiche. Okay. Lässt du bitte los? Ja. Ja, es ging dabei nie um die Sicherheit, mein Freund. Niemals, nicht eine Sekunde lang. Es ging immer nur ums Geld oder um Macht oder um, keine Ahnung. Um die Wahrheit
Als Reporter und Herausgeber habe ich immer die Wahrheit gedruckt. Und jetzt als Radiomoderator sage ich sie. Manchmal tut das weh, aber es ist mein... Okay. Wird jetzt einfach abgebrochen. Harry hat mir eine Nachricht dazu hinterlassen, bevor er nach Europa gereist ist. Pete, ich brauche deine Hilfe. Das Lieblingsprojekt meiner Mom waren Forschungsstationen zum Wohle aller. Ich habe sie eröffnet, aber jetzt bin ich weg und Oscorp wird sie dicht machen, wenn sie nichts einbringen. Könntest du sie im Auge behalten? In jeder Station sind Infos für dich. Danke, Mann. Solange sie da sind, lebt meine Mom irgendwie weiter. Naja, ich kann davon nicht die Miete zahlen, aber es hat ihm wohl viel bedeutet. Ich werde tun, was ich kann. Öffne weitere Forschungsstationen in der ganzen Stadt, um mehr Forschungsmarken zu verdienen. Ja, geil! Okay. Was ist das? Ein wenig frisch Smog. Dies ist eine unserer Luftqualitätsstationen, die die Schadstoffe in der Umgebung umgebenden Atmosphäre überwachen. Super wichtig für die Stadt und ihre Bürger, aber natürlich sind ganz bestimmte Firmenbosse wenig begeistert davon, wenn ihr Schadstoffausstoß öffentlich dokumentiert würde. Aha. Ja, warum nicht? Mach mal das doch mal. Es gibt hier viele Stationen, die die Luftverschmutzung messen. Die Idee ist es, die, wie heißen die, Kontaminanten abzufangen, bevor sie toxisch werden. Unter uns, Oscorp will das verhindern, weil dabei rauskommen kann, dass sie die Luft verschmutzen. Die Menge an polyzyklischen Kohlenwasserstoffen in der Luft ist viel zu hoch und steigt an. Wenn sie weiter steigt, könnten Menschen daran sterben. Das tun sie doch hier schon. Die sammeln sich an Problemherden, wie Mini-Wolken von Smog. Ich schwinge mich durch sie durch und hole Proben. Die kann ich dann analysieren. Egal wie eklig die sind, ich schwinge mich genau durch die Wolken durch. Ja, das ist wohl deine Aufgabe, ne? Die Wolken sind fürs bloße Auge sichtbar. Also muss die toxische Belastung hoch sein. Alles wie nicht. Und hab dich! Dieses Mal ist es sogar sehr realistisch. Ich bekomme gutes Zeug. Also gute Proben von schlechtem Zeug natürlich. Ich will gar nicht wissen, was du mit gutem Zeug meinst. Ich habe nichts mit deinen Drogendeals zu tun, ja, Spidey? Spidey wäre ein guter Drogenkurier. Der würde das ganz locker hinkriegen. So, da ist noch eine Wolke. Komm schon. Geh mal halt hier rauf. Spring einfach von hier runter. Schöner Ausblick. Yeah. Ich bin so cool. Okay, da müssen wir lang, ja? Fühlt sich an, als ob ich direkt am Auspuff hänge. Nicht sterben, Spidey, wir brauchen dich noch. Ein bisschen. Ich erschrecke wohl die Leute, aber das ist ja nichts Neues. Was für Leute? Da war niemand. Ich habe zumindest keinen gesehen. Und hoch mit dir. Die Giftstoffe stammen von zwei Automarken und einem defekten Schornstein. Ich mache lieber Fotos. Eine Sekunde, hier ist ein Rucksack irgendwo. Den würde ich gerne finden. Ich glaube, das geht jetzt nicht, oder? Nee. Verdammt. War ich zu spät. Perfekt. Sonst noch was? Wie geht's denn jetzt an? Ja. So. Ja, ja, ich weiß schon, wie man die Kamera benutzt. Das muss mir nicht die ganze Zeit eingeblendet werden. Das Licht ist perfekt. Und jetzt? Okay. Warte mal, vielleicht hier lang?
hier ist ein Material. Eventuell. Ach ja, genau, der Schornstein. Richtig. Mein schönstes Schornsteinfoto. Das Umweltministerium übernimmt den Fall. Vielleicht mache ich mir ein grünes Spider-Kostüm für den Tag der Erde. Harrys Station hat eine öffentliche Gesundheitskrise beendet. Oscorp wird kaum Argumente gegen eine Nutzung finden. Gut. Ja. Spider-Man, Schocker ist entkommen. Jetzt raubt er eine Bank aus, 31. East. Was ist passiert? Ich dachte, er wäre im Kittchen. War er. Aber einer der Wärter ging zu seiner Zelle, ließ ihn frei und gab ihm dann seinen Anzug. Also doch, Schocker arbeitet für jemanden. Was hatte der Wärter zu sagen? Wird ihn gern fragen, aber er ist tot. Wer auch immer hinter Schocker steht, wollte keine Zeugen. Verdammt. Den Sicherheitsvideos zufolge war der Wärter in einer Art Trance. Und vielleicht lag es am Licht, aber es sah aus, als würden seine Augen leuchten. Wie gruselig. Okay, mal sehen, was ich aus Schocker rausbekomme, wenn ich bei der Bank bin. Ja, ja, wir sind schon auf dem Weg. Kriegen wir schon hin. Denke ich zumindest. Ja, was könnte da wohl passiert sein? Also, ich habe keinen Plan. Einfach ein Typ ist gestorben und der Schocker hat was damit zu tun, oder wie? So stelle ich mir das gerade vor. Peter, ich habe mich mit den Dämonen befasst. Sie haben das Vakuum, das Fisk hinterlassen hat, zum Aufbau ihrer Machtbasis genutzt. Ein Vakuum, das durch Fisks Verhaftung entstand. Jameson hatte recht. Ich bin an den Dämonen schuld. Was hättest du tun sollen? Fisks Machenschaften ignorieren? Bist du okay? Du klingst noch trübseliger als sonst. Ich bin vielleicht meinen Job los. Die Stadt... Norman, besser gesagt, streicht uns das Geld. Oh, Pete, tut mir leid. Wenn Harry hier wäre, könnte er sein Dad zur Vernunft bringen. Ihr findet andere Geldgeber. Eure Arbeit ist zu wichtig. Danke, MJ. Dann bis bald. Naja, ich würde aber sagen, dass wir die Folge hier beenden. Wie immer hoffe ich, dass es euch hier viel Spaß gemacht hat. Ich mag das Spiel. Mir gefällt's. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Eichhörnchen! Ja, kann ich das Eichhörnchen einspinnen? Ich will das Eichhörnchen einspinnen. Oh, ja, zum Glück geht das nicht. Das wäre blöd. Na gut, beim nächsten Mal werden wir uns dann anschauen, was da los ist. Und bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag und hoffentlich seid ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es heißt Marvel Spider-Man. Ciao!